Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War. Mit mir, dem Gorobei und den Zwergen. Wir versuchen jetzt unseren Groll hier aufrechtzuerhalten, beziehungsweise unseren Groll zu beenden. Weil wir hier oben im Norden eh... Oh, das geht nicht schon los. Attentat erfolgt. Einer unserer Typen gekillt worden. Kannst du einen Attentat ausführen? Der wird dafür besser sein als du. Ganz genau. Egal, komm. Das geht auch so. Die haben fast nichts. An Typen. Mach da mal ein Attentat drauf. Ich versuche die Einheit zu killen. Und dann ist auch gut. So, zieh dahin. Ziehst dahin. Weil wir auch das oberste Ding und das unten hier annehmen müssen, ne? Hier hinten liegt ja die Chaoswüste. Weil hier irgendwie ein Chaosriss ist, ne? Ja. Egal, wir kriegen das Ding auf jeden Fall so eingenommen. Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ach, das ist der hier. Der jetzt ein hochdekorierter Anführer ist scheinbar. So. Da zieht eine große Waldelfentruppe lang. Ich weiß nicht, was die wollen. Kommen die in unsere Richtung hier? Wir brauchen dafür ein bisschen länger. Wichtig ist, dass wir hier das Ding erstmal kreisen. Um dann dran zu kommen, um dann zu gewinnen. Sie wurde besiegt. Wir reißen das Ding aber nieder. Der Groll war erfolgreich. Feind im Kampf getötet. Alles wie es sein soll. Hier, feines Jäger. Sehr gut, wir haben nur noch einen. Wir hatten doch nur noch einen Groll, oder nicht? Erfolgreich ein Attentat auf einer Einheit der Waldelfen. Die haben es halt nicht drauf, unsere Attentäter hier. Hast du einen guten Attentäter bei dir? Welches Level ist der? 9. Ja, keine Ahnung. Hier, mach erstmal. Hier, Garnison angreifen. Ich will das eigentlich nicht, aber ich muss das machen. Das ist schon mal der Groll, den ich mir habe. Warum klappt das nicht? Zu geringe Erfolgswahrscheinlichkeit. Na Mensch. Erfolgreich soll ich die auch noch ausführen. Ja, mach mal ein Attentat auf die. Keine Ahnung, wie viel ich da haben soll. Wenn ich hier noch mehr rekrutieren könnte, wäre das, glaube ich, nicht schlecht. Halle der Eide. Oh, ne. Muss ich hier hinten echt in meiner Hauptstadt die rekrutieren? Tatsächlich. Einen Teil habe ich nicht mehr. Führerschaft. Na hier, komm. Der ist ja nicht schlecht, ne? Wie viele Punkte haben wir dann? 4.
Schmiedefeuer kann er ruhig haben. Ich brauche hier unten dieses Degen. Sehr gut. Dann hat er das. Ich hatte doch mal einen, der so richtig krass war, ne? Ist der nicht hier unten? Der hat keinen. Wir hier in der Halle der Technikus. Halle des Technikusmeister irgendwo. Habe ich die nicht hier in Eisenfels oder so? Tatsächlich. Aber wir haben aktuell keinen Platz. Na gut, dann schicke ich dich da noch demnächst rüber. Dafür brauchen wir auch nochmal unser Geld. Dann ziehen wir mal hier oben in den Norden. Zu denen hier. Kolonialisieren. Dann doch noch nicht. Dann zieh du mal lieber hin. Retake the realms. What? Hallo, ich will die Provinz haben. Ja, bitte. Was ist denn die Hauptstadt? Was ist die hier hin? Karadavik. Drak. Winterfeuer ist hier hinten noch. Und dann halt das Ding noch. Aber gut, aber gut. Ich gebe mein Bestes. Soweit mein Plan zumindest. Auch nachdem wir die Waldelfen angegriffen haben, ist es gut. Das ist auch sehr gut. Ihr ladet euch ja eh auf. Du ziehst dahin, dann kannst du in der nächsten Runde das Ding einnehmen. Ihr seid ja auch noch auf. Da war ja aufzuladen hier. Die müssen auch noch ein bisschen aufladen, bevor die hier krasse Sprünge machen können. Jetzt habe ich alles eingenommen, das wird alles mir, bla bla bla. Hauptstadt ist aber hier unten. Entschuldigung. Dann gucken, dass wir hier hinkommen. Wenn ich dich da erstmal hinbringe. Erbsfeinde hier, dann kannst du auch noch gegen die Dinger kämpfen. Haben noch mehr Fälle. Haben noch das Ding. Tja, komm. Ich will tatsächlich das Ding ausbauen. Und wir können auf jeden Fall noch handeln hier. Soweit so gut. So, dann zieht unsere Truppen erstmal nochmal ein Stück zurück. Auch dass die uns nicht gleich fertig machen hier. Helmgard müssen wir dann auch noch besiegen. Weil die Waldelfen ja gut zurückgeschlagen wurden tatsächlich. Ich sag mal okay. Heldenaktivität erfolgreich. Stimmt, er wollte da ja was machen. Dann müsste dann der eine meiner Grolle erfolgreich sein. Ganz genau. Meisterhafte Rüstung. Zwerge beherrschen die Kunst der Rüstungsherstellung und des Rüstungskampfes perfekt. Sie verfügen über das Geschick, sie zu schmieden und sie kräftig genug, um sie zu tragen. Sind ja Loyalilis. Ich weiß es nicht. Ne, das ist blöd. Schmiedefeuer, was gab denn das hier? Na komm, dann verbessern wir nochmal die Rüstung.
Na komm, du wolltest immer noch die hier, die Garnison angreifen. Das ist gut, dass der hier ein Attentat durchgeführt hatte. Vielleicht kann er hier auch noch einen Attentat durchführen. Warum geht denn das nicht? Die Aktion hat eine zu niedrige Erfolgswahrscheinlichkeit. Na gut, dann. Dann warten wir es einfach nochmal ab, ne? Held entsenden ist natürlich eine beschissene Sache, ne? Aber gut. Kommt ihr mal ruhig zurück hier. So, dann laden die sich auf jeden Fall auf. Die sind auch noch zurückgekommen. Die Waldelfen. Solange wir jetzt nicht noch eine Rolle kriegen, sondern nur noch, dass wir hier mittlerweile sieht es gut aus für uns. Kolonialisieren. Sehr gut. Brauchen wir auf jeden Fall irgendwas, was hier Essen spendet. Du kannst dich da nochmal verbessern. Okay, nice. Die Dings geht runter. Der Vampirismus hier. Da geht die öffentliche Ordnung noch ein Stück runter. Das ist aber auch nicht krass schlimm, weil nächste Runde nehmen wir das Ding noch ein und dann haben wir das auch geschafft. Müssen wir nur noch gucken, dass die Waldelfen hier keine großen Probleme machen. Und uns noch krass auf den Sack gehen. Meistertechnikus ist zum Dienst bereit. Naja, gut. Von mir aus soll das auch so sein. Bauen wir das Ding noch hier weiter aus. Ich muss das ja nicht so mega krass. Aber wenn ihr das Ding angreifen würdet. Zack, kolonialisieren. Provinz gesichert. Machen wir auf jeden Fall so, dass der Vampirismus hier noch runtergeht. Ihr baut auf jeden Fall so ein Ding. Ach Mensch, guck mal. Werft der Zwerge. Ja, nee, ja, nee. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Die Dinger werden auf jeden Fall jetzt hier. Das wird alles gut vorangebracht. Sehr cool, sehr cool. Hier runter nochmal. Zack. Weil ich hier noch die Aktion durchführe, ne? Gegen wen auch immer. Den hier vielleicht. Im Prinzip ist es nämlich egal, gegen wen. Sondern du kannst das auch noch. Du kannst auch eine durchführen. Führen wir gegen den durch. Angriff gescheitert. Nächstes Mal vielleicht. Hier wird auch gut gesoffen, sag ich mal. Hier die Barrel reinzupfeifen. Geh du mal hier ruhig hin. Und dann wird das dann noch aufgeladen. Wir warten auf nächste Runde. Ich habe nämlich mittlerweile, glaube ich, alle Provinzen eingenommen, oder? Das hätte ich nochmal nachgucken können. Und hoffen, dass kein neuer Groll auftaucht. Die Großherden kommen. Die Brauerei versiegt. Das habe ich alles geschafft. Ich habe alle gekriegt, die habe ich geschafft, die habe ich geschafft. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass kein Groll mehr da ist. Ach komm, mir ist das doch egal, wen du hier angreifst. Greif doch die an. Na gut, voll erfolgreich. Ja, nein. Kann
Kapitelziele. Höchster König. Primärziel. Besetzt, plündert, überfallt. Kapitel 5. Goldenes Zeitalter. Ich habe alle Siegbedingungen geschafft, glaube ich. Auch sowohl in der kurzen als auch in der langen. Vielleicht hat es nächste Runde. Es ist positiv. Du kriegst nochmal hier das Ding. Wir warten einfach nochmal kurz die nächste Runde ab. Sonst werde ich Winterfeuer hier hinten nochmal angreifen, aber... so viel Bock Winterfeuer anzugreifen habe ich auch nicht. Ach, weil der hier auch noch. Schmiedefeuer. Na komm, dann kriegst du noch das Ding. Der zieht da ja auch nochmal hin. Sehr gut. Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben die Kampagne, wir sehen es hier nochmal im Schnelldurchlauf, durchgeschafft, tatsächlich. Da sehen wir, wie sich unser Land hier entwickelt hat. Ich mach mal ein bisschen schneller. Wir haben lange gegen die Grünen heute gekämpft, um uns dann oben noch eine weitere Provinz zu gönnen. Und dann weiter gegen die Grünen heute zu kämpfen. Da haben wir unser Land quasi auf Maximum gehabt, oder? Ne, jetzt. Gehörten uns die ganzen Berge hier. Die alle eingenommen. Und dann haben wir da hinten die Waldelfen geärgert. Beziehungsweise da unsere erste Provinz gekriegt. Und dann haben wir hier noch gegen die Vampire gekämpft irgendwann, ne? Die haben wir aber da schon ausgelöscht, die waren hier. Genau, die haben wir da schon ausgelöscht. Und im Norden mit unseren Zwergenkumpels. War nicht schlecht. Da können wir es nochmal sehen. Derzeitige Runde, 250 Runden fast gespielt. Gehaltene Siedlung 29, eroberte Siedlung 28, verlorene Siedlung 7, nur. 29 war die meisten, die wir gehalten haben. Aktuell gehaltene Provinzen sind 9. 9 der meisten gehaltene Provinzen, Erlasse 15. Errichtete Gebäude 188. 60 angetroffene Funktionen, Einkommen, derzeitiges Einkommen war auch sehr gut. Höchstes Einkommen ist fast so hoch wie das derzeitige. Die Ausgaben waren auch sehr hoch. Wir haben nicht so viele Armeen gehabt. Meiste Armeen zur gleichen Zeit 29. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So. Das bedeutet, dass wir endlich mit unserer Zwergenkampagne durch sind bei Total War Warhammer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es mal wieder ein Total War Warhammer geben wird. Dann vielleicht nicht mit den Zwergen, sondern mit einer anderen Fraktion. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr entscheiden möchtet, was für eine Fraktion das sein soll. Und ich würde mich über deinen Daumen freuen. Und wenn ihr in einem nächsten Spiel vielleicht reinguckt, das wird dann vielleicht wieder etwas anderes Strategiemäßiges. Ich würde mich freuen. Bis dahin, haut ihr auf jeden Fall rein.